Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Ich fahre jetzt den Stroh noch Rest zum Hof. Dann fahren wir leer auf Feld Nummer 50, eigentlich beim Aldi. Und holen dann letzten Wald ab, damit wir da bald pflügen können. Pflügen, aber erstmal düngen. Jetzt noch nicht fertig den Stroh weggeholt. Mann, das dauert auch lange. Wo lose werde ich keins mal einsammeln, wenn es nicht klappt, dann lass es sein. Denn, ich sag mal so, wir haben reichlich Stroh. Wenn er noch arbeiten sollte, ein bisschen arbeiten tut, hat er was zu machen hier. Aber eben kam eine Meldung, dass er fertig ist, aber nicht fertig. Oder ich hatte mal einen Helfer gehabt beim Düngen, das kann auch sein. Macht aber so nichts. Wir werden einmal sehen, dass wir... Ich sehe gerade Stroh, geht zur Neige. Gut, da kann man es reinfahren. BW, UN. Und können wir es reinfahren, ne? Was fehlt noch? Heu. Die Lage ist reichlich. Heu wollte ich noch im globalen Markt fahren. Geht aber. Das können wir auch mit Ballen machen. Wir werden mal 72 Ballen rausschmeißen, ne? Denn ich brauche nämlich erstmal brauche ich Geld und zweitens brauche ich Heu in Maximum. Es steht im Bereich der Ballen. Spoiler, ne? Fahren wir rückwärts. Dann können die Balletten hier, die Ballen hier spawnen, ne? So. Nase juckt. Wir brauchen 20 Ballen. Die gehen, ja. Maximum. Zweiundvierzig. Im globalen Markt. Ja. See. Ich will ja sehen, was wir fahren, ne? Sollen wir gleich Aufladenmodus machen, den wir gleich wegräumen. Und dann schmeißen wir gleich noch ein paar raus. Ne? See. So, Maximum. Schon wieder im Weg. Kann ja gar nicht sein. 28. Ja, normalerweise ist der Platz. Gut, dann werden wir gleich mal den nächsten. 48, den nächsten. 4, 8, 6. Ja. Viele. Brauchen nämlich ganz dringend Heu. In Thüringen. Zumindest. Ja. Kühe haben Hunger, ne? Maximum. Und. Ja, ich muss am Maximum Erzeug machen, ne? Und. Geht nur 42. Also kriegen wir mehr hin, als wenn wir jetzt hier das lose fahren würden. Gut, ich könnte damit auch Reifkurs machen, also wenn da was jetzt geladen wäre, ne? Gut, die waren wir gleich mal. Die schmeißen wir gleich im globalen Markt rein. Ja, Mist haben wir ja genug. Hier haben wir noch keine Straße gebaut, beziehungsweise gemalt. Hier könnte noch was hin, hier könnte noch was her. Eine Halle oder sowas. Könnte. Da finden Sie noch irgendwas. Stroh geht hier hinten rein, hinten links.
Ja, den werde ich mir in Turing auch bauen, weil der andere nicht funktioniert irgendwie. Bei Gelegenheit muss ich mal das berichten. Also bin da ein bisschen zu faul und weiß nicht, wo ich schreiben soll. So. Ey. Bisschen weit weg. Ja, einer fertig geworden. So. Z. Und wieder aufladen. Ich muss dichter ran. Dann kriegen wir auch mehr weg. So. Wieder aufladen. Und wieder. Aber das dürfte mal in Thüringen eine Weile reichen. Also, das wären ja ungefähr die gleichen Ballen, mengenmäßig, Stroh. So. Hafer. Hoi. Gut. Vermögen hat es nicht eingebracht, ne? Jetzt wollte ich noch eine Ladung verkaufen. Mischfutterfabrik. Weil da war nur noch 40.000 drin an Heu und das ist ein wenig auf Dauer. Ich habe zwar noch Mischfutter im Lager. Das ist ganz gut so. Das ist eine Reserve zu haben. So, denn die laden wir gleich auf. Da sind die weg. Und wir knallen nochmal 42 dazu. Und dann dürfte das mal reichen. Ne? Ich weiß, wo die Dürre war. Diesen Jahr und letztes Jahr hätten viele sich gefreut, wenn sie viel Heu hätten, ne? Also man muss sie immer auch nutzen, wenn man Heu machen kann. Und einlagern halten, ne? Das ist genauso mit Silageballen und so, ne? Wenn man das hat. Ich habe das viele jetzt noch gesehen, die haben jetzt noch Gras gemäht, ne? Jetzt Ende Oktober. Und das haben siliert. Heu machen wir jetzt ein bisschen ungünstig, also das reicht. Jetzt haben wir jetzt so viel draußen, müsste ich genau zählen, ne? Auch schlecht, ne? Und die Zeit. Jetzt haben wir jetzt im globalen Markt rein. Und dann haben wir fahren auch schnell Stroh holen. Das Feld muss ich ja vorher räumen. Ist ja dann so. Und einer ist fertig und müsste jetzt gar nicht jetzt wo. 13 könnte auch gedüngt werden, glaube ich. Ja. Aber das, der fährt noch. So. Nein, war verkehrt. So, jetzt kann ich mehr produzieren, also produzieren. Also ein bisschen war drin, aber jetzt hat er garantiert genug Luft. Kurz überlegen. Wir fahren jetzt die Straße in Ansicht, ne? Dass wir sehen können. Wir folgen der Straße jetzt und biegen dann rechts ab. Der nächste ist fertig, Mensch. Da müssen wir aber erstmal reagieren. Sei es zumindest
lassen. Lassen. Weil was kosten die unnütz Geld, ne? Müsste fertig. Da, Gruppe. Razzy bei. Gut. Wo ist der jetzt hier? Da. Also die erinnern sich genau. Lassen wir noch Stroh sammeln ins Hauptlager. So ein bisschen Platz. Da geht 1,2 Millionen rein. Lose. Ich dann nur lose raus, aber ist okay. Ja, ich plane ja auch die Schafe anzuschaffen. Dass wir zum Frühjahr erstmal Wolle kriegen. Zur Zeit habe ich dafür keine Zeit. Auch keine finanziellen Mittel, ne? Also ich will vieles machen, aber zeitlich gesehen ist es schwierig zur Zeit. Obwohl eigentlich normalerweise genug Zeit wäre, ne? Also Kuppern möchte ich noch vorher alles verkaufen. Ja, wir haben noch ein bisschen Milch im globalen Markt, ne? Wenn wir gucken, ob die Molkerei Platz hat, ne? Dann können wir die Milch auf dem globalen Markt von Thüringen ja dahin fahren, ne? Auch fast wieder 500.000 Liter, den kriegen wir wieder voll. Da müssen wir gerade einen Strohball einsammeln, bevor Regen kommt. Das ist immer das Problem bei Seasons. Das heißt, Problem ist nicht, aber ist halt so, das ist dann. Weil wir haben genug Stroh, von daher wäre das kein Verlust, in Anführungszeichen. Ne? Da hätten wir aber nicht pressen brauchen. Ne? Da ist noch ein Traktor. Guck mal ganz kurz nach außen. Da einsammelt, jo. Und dann sammeln wir hier mal ganz kurz hier hoch. Und sammeln wir die Ballen ein. Wir brauchen dringend Regen in der Marsch. Das ist echt ein Problem zurzeit. Es ist arg trocken, wird auch echt heiß. Um 40 Grad war die Vorhersage gewesen. Heftig. Da ist gerade trocken geworden, wisst ihr? Die ersten Schäden sind da. Und hier am Feld ist es tragisch. Schon geerntet. Kommt bald die ersten Mandeldüben hier. Ah, sammeln fleißig. So. Ja, ich plane mir mal ein neues Spiel zuzulegen. Und zwar Port Royal 4. Wie gut sich das geeignet ist für ein Let's Play, ja, schwierig zu sagen. Das ist ja ein Aufbauspiel mit Schiffen und mit Städtebau, also so Betriebe gründen, Versorgung der Städte, ein paar Missionen erledigen, sich gegen Piraten wehren und so, ne? Das sind also auch Seeschlachten zu sehen. Muss ich mal nachdenken, beziehungsweise ich habe bis Montag ja Zeit. Montag ist ja noch frei bei mir. Das ist mal ein Feiertag, ne? Der nächste Feiertag ist ja ein Sonntag. Also ist dann so oder so frei. Aber ist halt so, ne? Das Jahr ist ja auch Weihnachten richtig goldig, ne? Am Wochenende, ne? Letztes Jahr war perfekt. Und dieses Jahr ist nicht so perfekt. Sagen wir so ganz vorsichtig. Aber das kommt mal halt alle Jahre mal vor, ne? Ich glaube sogar das Schaltjahr sogar schuld. Das sind ja auch. Da sind wir reingesprungen. Aber nächstes Jahr ist wieder ein bisschen anders. Wohl auch nicht viel besser. Dann ist Heiligabend am Samstag, dann kann ich bis Freitag arbeiten. Das ist halt so. Na gut, ich bin froh, dass ich Arbeit habe. Also von daher ist es, ich bin nicht beschweren, dass die Feiertage blöd fallen. Ne? Aber wenn die Feiertage halt in der Woche fallen, dann ist halt mehr frei und ich habe mehr Luft. Ne? Noch nicht mal Urlaub planen, weil man nicht weiß,
ob die überhaupt die Grenzen offen sind. Ne? Also wenn die Grenzen offen sind, dann fahre ich auf jeden Fall. Da kann man höchstens nicht hochholen. Aber wenn sie Grenzkontrollen machen, sagen die lassen keinen durch, dann fahre ich nicht. Logischerweise. Oder wenn die jetzt unbedingt hier eine Probe haben wollen, eine Negativprobe, den Gefallen tut die nicht. Also wir haben nicht testen lassen. Wir haben super Test, der immer positiv ist. Den kann ich nicht gebrauchen, sowas. Unterstützen wir nicht. Dann bleibe ich noch gedrungen mal zu Hause. Dann ist das Spuk vorbei. Weil wir werden auch bald die Merkel wegschicken. Entexieren. Am besten in den USA, da ist sie so, also so freundlich, da ist sie so. Ja, da kannst du hin. Ich glaube, wir haben alle Ballen weggesammelt. Das ist perfekt. Ganz kurz gucken. 68 Ballen. Die Ballenpresse, die müssen wir noch wegschicken. Den fahren wir jetzt mal auf die Straße. Also vom Feld runter. Und dann schicken wir uns Düngerstreuer. Der ist fertig. Der arbeitet noch. See. So, wie voll ist er gedüngt? Den schicken wir jetzt mal Richtung Feld 50. Hätten wir Feld wissen, ne? Sonst haben wir ihn ja verkehrt, schicken verkehrt hin, ne? Das ist das. Ja, 50. Wäre nicht dumm, wenn wir das auf einem anderen Feld schicken würden, ne? Dann kann da nämlich gedüngt werden. So. Den schicken wir. Alt 0. Den schicken wir auf Hof. Einklappen. So. Dann kann da nämlich einer düngen. Und dann können wir hier einen Flug bereit machen. Nicht zurücksetzen. Zwar müssen wir einen starken Traktor haben. Wie gesagt, ich hatte ja eigentlich den anderen vorgesehen. Der müsste aber auch gehen vom Flug. Das ist der, ich glaube, 500 PS und so. Ne? Gucken wir mal kurz rein. Garage. Wo haben wir unseren Traktor? Den Fendt. Wir haben noch einen. Die anderen musste ich ja verkaufen. Der andere hat mir sehr gut gefallen. Optisch auch sehr schön. Begrüßung gesprochen, ne? Unser Chef gesagt, willkommen in einem neuen Fendt, oder wie hat er immer gesagt. Die Stimme. Fand ich sehr schön. Aber leider mit Autodrive und mit Kursplay kam er nicht klar. Wenn er nur mit Kursplay nicht klarkommen wäre, ja okay, hätte man fahren können. Der hat 85 PS. Und der, wo ich gerade drin sitze, hat 396. Und er geht zum Flügen. Aber gleich noch weiter sogar. Sucht mal ein Gewicht aus. Also. Da hätten wir auch noch ein Gewicht, glaube ich. Ich muss mal eh mal angewöhnen, die Gewichte an einen Ort zu stellen. Stroh hat er drinne. Oder auch nicht. Programmiert habe ich ihn ja. Und ich habe nicht gesehen, da ist halt ein Flug. Da nehmen wir gleich ein Gewicht mit. Das rote da, das passt verfarblich nicht zum Traktor, aber das ist mir egal. Da nehmen wir den großen Flug. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal schön und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, der Marsch. Wir werden dann Pflügen beginnen, ne? Feld Nummer 50, nachdem wir gedüngt haben.
Tschüss.